Rondo Media. Daedalic Entertainment. Nexus Game Studios. Und damit willkommen zu einem neuen Projekt. Wie ihr seht, Randall's Monday. Ich hatte es mal erwähnt. Ein Point-and-Click-Adventure ab 16, das muss man auch erstmal schaffen. Und wir kommen hier schon zu einem Punkt, nämlich dem Kopierschutz. Wer sich jetzt fragt, was, wie Kopierschutz? Ja, weil dieses Spiel kommt tatsächlich noch mit einem alten Code-Wheel. Wer das nicht kennt, googelt das einfach mal. Ich habe hier quasi jetzt so eine Pappscheibe, die ich immer, wenn ich das Spiel starte, rausholen muss. Und diesen Kopierschutz kann man mit einem Fotokopierer sehr einfach knacken, indem man einfach diese Scheibe vervielfältigt. Aber es ist einfach eine schöne Anspielung. Die haben sich da, glaube ich, auch nicht wirklich viel Gedanken drüber gemacht. Also, das heißt, ich muss jetzt die Scheibe so drehen, dass der innere Teil entsprechend zum Äußeren passt und dann am richtigen Kasten der richtige Code angezeigt wird. Mel in Toaster, um die Hasenpfote zu halten. Moment. Okay. Habe ich das richtig abgelesen? Ja, hat gepasst. Wähle die Steuerung. Old School, zwei Klicks oder New School, ein Klick. Komm, Old School. So, Randall's Monday. Ich habe es tatsächlich selber schon mal gespielt, aber nicht zu Ende und ich erinnere mich auch nicht mehr viel, obwohl ich weiß, dass das Spiel irre witzig ist an einigen Stellen und wahrscheinlich kommen die Erinnerungen gleich sehr stark auf mich eingeströmt. Ich hoffe, dass ich die Lautstärke richtig eingestellt habe, aber ich werde es ja gleich sehen, wenn ich dann mit die erste Folge ansehe und sowas. Das ist jetzt mal quasi ein Test und vielleicht nehme ich das direkt als erste Folge. Wahrscheinlich werde ich das so tun. Du reist durch eine andere Dimension. Eine Dimension, die nicht nur von Freaks und Geeks, sondern auch von einem Zwerg namens Carlos bewohnt wird. Es ist eine Reise zum Gummibärchenhaus in der Lollipopstraße, wo die Grenzen nur durch die eigene geistige Gesundheit gesetzt werden. Dort vorn ist ein Schild, auf dem steht: Begleiche deine Schulden oder du kannst deinen Beinen auf Wiedersehen sagen. Vielleicht doch ein bisschen zu laut. Das Leben hat für jeden von uns von allem etwas. Ein paar nette Überraschungen, tragische Verluste, neue Freunde, Verrat. Wünschen wir uns nicht alle, wir könnten noch einmal zurückgehen, um alte Fehler, die wir gemacht haben, auszubügeln. Aber was, wenn der Mann, der diese Chance bekommt, ein soziopathischer, kleptomanischer, nichtsnutziger Vollidiot ist? Alter, mal echt. Er kommt nie aus seinem Zimmer. Ich habe ihn die letzten 6 Monate nicht gesehen. Ich weiß nicht mal mehr, wie sein Gesicht aussieht. Ha, er kommt nicht mal raus, wenn er aufs Klo muss? Nein, ich schätze, dafür sind die ganzen Eimer. Ich wette, er ist tot. Nee. Er kommuniziert immer noch über Grunzlaute. Grunzlaute? Randall, bitte sag mir, du redest nicht von unserem Hochzeitsgeschenk. Ganz locker, Liebling. Wir reden von seinem Mitbewohner. Yep. Außerdem, so wie es aussieht, könnte mein Geschenk gar nicht grunzen. Die moderne Wissenschaft ist immer noch weit davon entfernt, ein rappendes Schwein zu züchten. Also muss ich mir leider was anderes einfallen lassen, Matt. Entspann dich, Alter. Der Gedanke zählt. Jungs, ich will einfach keine Szene auf meiner Hochzeit. Ist das echt zu viel verlangt? Szene? Was meinst du mit Szene? Das weißt du ganz genau. Wir sind lange genug befreundet. Ich habe eine sehr gute Vorstellung davon, was du für eine unvergessliche Erfahrung hältst. So, wir sind also im Gespräch. Ich glaube, die Lautstärke ist passend eigentlich, weil wenn ich rede, ist halt nur Hintergrundmusik und die ist relativ leise. Ich werde es nachher nochmal abgleichen und vielleicht dann für die zweite Folge ein bisschen umstellen. Mal schauen. Zum Beispiel meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen eine Wegbeschreibung zu einer Lesbenbahn gebe? Okay, das ist gut. So wie damals, als ich das Gebiss von Matts Oma auf eBay gestellt habe, redest du von der Sache, als ich versucht habe, Freddie Mercurys besoffenen Geist zu beschwören. Ich finde das erst am besten. Zum Beispiel? Meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen die Wegbeschreibung zu einer Lesbenbar gegeben habe? Ha, ja, das würde ich als unvergesslich beschreiben. Das war's und ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre nicht lustig gewesen. Aber eins sage ich euch, sowas will ich nicht auf meiner Hochzeit. Das wird der wichtigste Tag meines Lebens und ich will nicht, dass ihr ihn ruiniert. Naja, deine Sache. Aber jeder weiß, dass Matt echt romantisch sein kann, wenn er will. Jeder.
Wie ist das dann bitte an mir vorbeigegangen? Ach komm, Sally. Ich sag dir fast jeden Tag, wie sehr ich dich liebe. Ich bin super romantisch. Ja, klar. Weiß jetzt gar nicht, was romantischer ist, wenn du es rülpst oder mir einen Binärcode sagst. Nein, er meint sicher, wenn er es in Binär rülpst. Matt gibt in der Hinsicht immer alles. Merkst du daran, dass er fast erstickt, wenn er das macht? Ah ja, übrigens. Was trinken wir hier nochmal? Irgendeine Art Bier, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ich vermisse die Krog-Ära. Das waren noch Zeiten. Kein Scheiß. Das war wohl eine Anspielung auf Monkey Island. Wohin geht's denn in die Flitterwochen? Also ich finde ja Italien so richtig romantisch. Der Big Ben, der Eiffelturm, das Pantheon. Oh, es wäre so schön da. Boah, Sally, ich hab dir doch schon gesagt, das ganze Zeug ist in Deutschland. Außerdem ist Libyen immer noch meine erste Wahl. Ich würde sterben, um die Pyramiden zu sehen. Das wäre ähnlich sinnvoll wie zu einem Skiurlaub, weil das am billigsten ist und man denkt, Skandinavien ist geil, nach Dänemark zu fahren. Also Dänemark, für die sich jetzt nicht so sehr mit Geografie auskennen, da habe ich letztens einen schönen Satz gehört, da hieß es, wenn man in Dänemark seinen Hund Gassi führt und der einen frischen Haufen setzt, hat man da den höchsten Punkt Dänemarks, so in etwa. Und? Zieht jetzt weiter in Mads Wohnung? Ja. Genau, das war der Plan. Aber ich sehe mich schon nach einer neuen Bleibe um. Was? Du willst ausziehen? Ach komm schon, meine Ma hat uns gerade den Herdomatic 9000 besorgt. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich verschwinde mal eben. Bringst du uns noch 2 Bier auf dem Rückweg mit, Schatz? Noch mehr Alkohol? Damit du noch heißer aussiehst. Versprich mir einfach, dass du dieses Mal nicht kotzt. Hey, komm schon. Wie soll er das versprechen? Sally, wir werden heiraten. Du musst mir einfach vertrauen. Davon abgesehen, ich halte nichts mehr vom Kotzen. Fühlt sich irgendwie nach Abzocke an, weißt du? Ich meine, das, was da aus mir rauskommt, habe ich schließlich bezahlt. Okay, es ist einfach... Also ich dachte, wir machen zur Feier des Tages etwas Romantischeres. Weißt du, was echt romantisch wäre? Lass mich raten. Die nächste Runde? Sally, wieso? Kennst du mich nur so gut? Alter, sieh dir das mal an. Das ist der Ring, den ich für Sally besorgt habe. Was hältst du davon? Sieht auf jeden Fall teuer aus. Naja, ist ja deine Kohle. Das ist das Beste dran. Hat mich nur ein Dorito gekostet. Bullshit, Matt. Wenn du den geklaut hast, kannst du es mir sagen. Ich nehme mir auch manchmal Sachen, die mir nicht gehören. Ich weiß, jeder weiß das. Aber ich hab ihn nicht geklaut, Alter. Ich hab ihn von dem Penner, der in meiner Gegend lebt. Dann würde ich sagen, der mag dich. Das war echt seltsam. Der Typ war verrückt, sage ich dir. Hat nicht aufgehört, davon zu reden, wie der Ring sein Leben ruiniert hat. Meinte, er sei verflucht und würde die Welt vernichten. Vielleicht meint er das als eine Art Metapher. Alter, du hast ihm einfach ein paar Doritos gegeben und er dir dafür den Ring? Der mag dich definitiv. Mann, Randall, der Punkt ist, ich habe ihn dann zu einem anderen Kerl gebracht. Und der meinte, das ist 780,563 karätiges Gold. Und irgendwie ist das Ding auch noch Saphir-Rubin-Smaragd beschichtet. Glas schneiden und Autos kurzschließen kann's auch noch. Echt jetzt? Kann ich mal haben? Alter, du bist mein bester Freund. Deswegen bist du ja hier. Aber nie im Leben lasse ich diesen Ring in die Nähe deiner kleptomanischen Pfoten. Das mit dem Robotaschenrechner-Zwischenfall wirst du mir ewig vorhalten, oder? Wir waren doch noch Kinder. Nein, ich will nicht, dass jemand diesen Ring anfasst. Ist ja gut. Ich bin sicher, sie wird ihn lieben. Sieht echt schick aus. Schick? Schick? Dieser Ring ist besser als schick. Er ist fantastisch. Er ist der wundervollste Ring der Welt. Je länger ich ihn ansehe, desto eher möchte ich ihn ganz für mich. Was willst du ganz für dich? Dich, mein Schatz. Nur dich. Oh, naja. Hier hätten wir es, Jungs. Letzte Runde. 5 Runden später. Überall liegt Müll, soweit das Auge sehen kann. Das ist ein großes Problem. Das buchstäblich anfängt zu stinken. Ich fürchte, irgendwas wird über mich herfallen, wenn ich seiner Tür zu nahe komme. Ich würde echt wetten, er ist tot. Nein, Alter, ich sagte es dir doch. Ja, grunzt, um sich zu verständigen. Jungs, wir feiern hier unsere Verlobung.
Warum reden wir schon wieder über Randalls Mitbewohner? Shh, keine Sorge, Liebling. Der Freak ist tot. Ihr erinnert mich an ein paar alkoholkranke Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Die hatten ein langes Leben. Weißt du noch, Matt? Ich hoffe mal, wir enden nicht wie diese armen Nager. Alter, mach mir jetzt kein schlechtes Gewissen deswegen. Ich habe keine Ahnung, wie die in den Ofen geraten sind. Vermutlich waren sie benommen und verwirrt von all dem Stress und Alkohol. Mögen sie in Frieden ruhen. Ich glaube mal, dass dieser Spruch von wegen Hamster im Ofen wieder eine Anspielung ist auf Maniac Mansion. Also dieses Spiel ist voll von irgendwelchen Anspielungen auf alte Spiele, populäre Franchises und allgemein die Nerdkultur. Das liebe ich an diesem Spiel. Wo heiratet ihr eigentlich? Ich habe St. Gilbert wirklich gern, aber Matt hat gehört, die haben einen dreiköpfigen Affen in den Katakomben begraben. Monkey Island. Das macht die Kirche irgendwie gruselig. Echt? Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Ich glaube, ich habe genug für heute. Was? Schatz? Du sollst es für heute auch gut sein lassen. Ich? Wieso? Matt, ich find's einfach nicht gut, wenn jedes deine Augen gleichzeitig in eine andere Richtung will. Was? Ich find das total gut. Im Ernst, Matt. Es ist genug für heute. Ich bin okay. Ja, ist okay. Na toll. Randall, kannst du mal nach ihm sehen? Ich habe keine Lust, mir noch ein paar Schuhe zu ruinieren. Klar. Die abgestandene Luft mit ihrer dezenten Kotznote macht mir eh Kopfschmerzen. Etwas frische Luft mit Kotznote tut mir sicher gut. Hoffentlich geht er erst mit dem Alkohol nach der Hochzeit etwas ruhiger an. Oh, klar, nach ein oder zwei Monaten auf Hochzeitsreihe wird er was Stärkeres brauchen. Heroin, Meth oder so. So, und jetzt geht das Spiel auch mal richtig los. Wir können halt hier so ein bisschen umsehen, wir können, ja, was machen. Was haben wir hier, was wir angucken können? Sally. Hier, mit Klicks, wir können halt aufnehmen, was glaube ich nicht klappt. Hey, das ist die Freundin meines besten Freundes. Was ist dein Problem? Im Englischen halt to pick up, was eigentlich auch anmachen heißt. Ja, Mister. Sie scheint einfach nicht zu verstehen, dass es Matts Schicksal ist, zu trinken, bis schlimme Dinge passieren. Ach schon, Randall. Sieh nach, ob er schon die ganze Gasse mit seinen Innereien angemalt hat. Darf ich vorher nach Hause meinen Hazmat-Anzug holen? Ja, das wäre vielleicht praktisch. Wir haben hier einen Fremden. Er sieht aus wie ein Roadie von so einer Soft-Metal-Band. Vergiss es, der haut mir doch aufs Maul. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Flaschen, was gibt's denn hier? Ein paar von den Flaschen sehen echt komisch aus. Würde ich gern alle aussaufen, würde mich wahrscheinlich umbringen. Immerhin würde ich glücklich sterben. Also wirklich alles angucken und sowas? Würde ich gern, aber ich komme nicht ran. Was ist denn mit Elaine? Oh Gott, Elaine. Immer wenn sie in der Nähe ist, sträuben sich mir die Nackenhaare. Ich hoffe ja immer, dass das meine Spinnensinne sind, die mir sagen, dass Green Goblin in der Nähe ist. Aber nö, ist immer nur sie. Spider-Man-Anspielung. Nicht mal für allen Alkohol auf dem Planeten. Wie geht's, Helene? Viel besser jetzt, wo du hier bist. Das ist schön. Ich bin nämlich hier, um dir zu sagen, dass da ein Geschenk für dich in der Gasse wartet. Ist von Matt. Hörst du das?
Das ist ein Geschenk. Oh, na toll. Weiß dein Freund SpongeMad nicht, wann er genug hat? Elaine, Matt ist wie dieses grüne Ding aus Ghostbusters. Überall, wo er hingeht, hinterlässt seine Spur aus grünem Schleim. Ist das so? Okay, aber was anderes. Willst du mal was unternehmen? Was unternehmen? Mit wem? Habt ihr eine neue Bedienung? Ist sie heiß? Hat sie einen Freund? Steht sie auf mich? Könnte sie mich im Arm drücken, Flagen? Nein, wir haben keine neue. Also, was dann? Möchtest du vielleicht mal mit mir ausgehen? Ah, weißt du, ich glaube nicht, dass ich gerade bereit für eine Beziehung bin. Oh, das ist... Okay, keine Sorge. Ich sehe dich dann. Okay, wenn ihr gerade eben die Antworten gelesen habt, oh, da hat er sich aber sehr gut rausgeredet. Hier haben wir Charlie, wie auch immer das ist. Der arme Charlie, den sollte ich nicht stören. Der meditiert. So sieht's zumindest aus. Kann ich mir eigentlich irgendwie anzeigen lassen, was ich angucken kann? Naja. Den störe ich lieber nicht. Jedenfalls noch nicht. Den wecke ich lieber nicht auf, der meditiert. Glaube ich. Kann ich irgendwie mit Alt oder Steuerung mir was anzeigen lassen? Nee, ich glaube, das ist gerade eine Sache, die mich an dem Spiel ein bisschen gestört hat, dass ich teilweise ewig gesucht habe, bis ich irgendwas gefunden habe. Die Bilder hier drin sind mir ein Rätsel. Damit rede ich doch nicht. Kannst du sie mitnehmen? Die nehme ich nicht mit. Okay. Das ist nämlich ein Billardtisch. Ein alter Billardtisch. Ich finde Billard ja geil, auch wenn ich es nicht spielen kann. Nö, danke. Mit ihm plaudern willst du also nicht? Nicht jetzt. Reden wir, oder wir haben hier erstmal Pater Roy. Das ist Pater Roy, eine lebende Legende. Keiner legt Hand an Pater Roy. Was geht, Padre? Wie immer eine echte Stimmungskanone, hä? Die sehen beschäftigt aus. Nein, absolut nicht. Die will ich nicht stören, die haben zu tun. Kannst du denn mit denen plaudern? Ich störe mal lieber nicht. Sind wir Billardkös? Ein paar schöne Billardstöcke. Bevor Elaine die besorgt hat, haben wir mit den Füßen gespielt. War ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Glaube ich gerne. Nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Nee. Der will irgendwie selten mit Sachen reden. Anders als Edna im Spiel Edna bricht aus. Kann ich nach oben zu den Toiletten? Auf die Toilette muss ich gerade nicht. Ja, eigentlich schon. Aber das hier ist nur der Prolog, also lass uns mal zur Sache kommen. Vierte Wandbruch. Gut, was haben wir hier sonst noch? Und übrigens, sowas nennt sich nicht das Spiel in die Länge ziehen, sowas nennt sich alles mitnehmen. Ja, ein klassischer Matt. Ich habe schon Leuten, die kurz aus der Nase laufen sehen, aber noch nicht aus den Ohren. Was für ein Partytrick. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Man wird halt erwachsen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den genannt haben. Kaum zu glauben, oder? Warte, ich glaube, ich hab's. Der Beckengolem. Weit weg, Alter. Mann, scheiße. Was war's denn? Vesuvius Matt. Vesuvius Matt. Fesselt jeden. Genau. Sieh mal, Matt. Ich versauf mein Gehalt so gern wie jeder andere, aber... Könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen? Ich weiß, Alter. Das Leben hat mir heute eine wertvolle Lektion erteilt. Echt? Welche denn?
Prüf erst nach, ob da ein Obdachloser ist, bevor du hinter einen Müllcontainer kotzt. Oh, ekelhaft. Alter, du weißt, was ich davon halte, wenn du so viel trinkst. Ich weiß, Alter. Die Party ist keine Party, solange Matt Griffin nicht im Strahl kotzt. Exakt. Aber ich mach mir auch irgendwie Sorgen um dich. Du kaust dein Essen gar nicht mehr richtig. Hab da eben einen ganzen Nugget gesehen. Ich habe ja neulich diese Doku über Tauben gesehen und ich sag dir, die sind uns weit voraus. Die schlucken einfach alles runter und lassen ihren Magen den Rest erledigen. Naja, dafür hängen sie auch auf Strommasten rum und scheißen Leuten auf den Kopf. Machst du sowas auch? wie angepisst ist Sally? Ach komm, sie sorgt sich einfach um dich. Ich wiederum sehe dich jeden Tag dem Tod ins Gesicht lachen. Und glaub mir, der Tod ist derjenige, der echt angepisst von dir sein muss. Okay, ich glaube, ich bin hier fertig. Bereit für eine Umarmung? Abgelehnt. Meine Religion verbietet es mir, die Besessenen zu umarmen. Ja, ich weiß schon, wie du tickst. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts wird geteilt und drittens nicht mit Fremden reden. Und das Wichtigste hast du vergessen. Kein Verändern des Raum-Zeit-Kontinuums. Okay, Ladies and Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Mir nach, Randall, und versuch dran zu bleiben, denn diese Nacht wird zur Legende. Matt, du hast... Hast du das gehört, Randall? Ich glaube, er ist da. Beeil dich! Hey, Schatz, mir geht schon viel besser. Großartig! Dann kannst du mir ja erklären, was die Frau hier mit dem Tier auf meiner Verlobungsparty will. Ja, also, hör mal, Liebling, ich, Matt, bitte nicht jetzt. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Ihnen zu verkünden, dass der Esel angekommen ist. Genießen wir die Magie dieses Augenblicks. So, Randall's Monday. Ihr seht, der Humor ist teilweise etwas rabiat. Tag 1, Montag. Eine Kiste voll Schrott und zu viel Freizeit. Mann, was für eine Nacht. Alkohol, Kotze, Blut und ich glaube, ein Esel war auch dabei. Naja, Zeit zum Aufstehen. Schätze, ich sollte heute noch zur Arbeit. Und dann stehst du um 10.30 Uhr auf? Also entweder Schichtdienst oder halt halbtags. Weiß ich nicht. Oder halt einfach sehr schlechte Arbeitsmoral. Ich würde aber sagen, dann mache ich hier einfach in der ersten Folge mal einen Schnitt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Ihr könnt auch gerne mal bei dem Hörbuch, das ich jetzt neuerdings aufnehme, vorbeischauen. Also zumindest an dem Tag, an dem ich das hier aufnehme, ist die erste Folge rausgekommen. Und es würde ein bisschen dauern, bis die zweite kommt, glaube ich. Aber naja, es wird eine unregelmäßige Sache. Dennoch... Ich hoffe da auf positives Feedback, beziehungsweise generell Feedback wäre was Schönes. Aber hier wird es dann bald genauso rabiat weitergehen. Ich glaube, dieses Spiel ist quasi schon fast eine Art, ja, wie soll man sagen, erstmal sehr starke Anspielung auf die Geek-Kultur. Ich meine, man muss sich nur dieses Zimmer ansehen. Und dann kann man aber auch sagen, dass der Humor doch teilweise so ein bisschen in Richtung Cards Against Humanity geht. Habe ich übrigens dann auch an diesem Tag, an dem ich es aufnehme, gestreamt. War sehr lustig. Aber genug, bis zum nächsten Mal. Cheerio!